Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6 Part 8 mit mir, dem Langster, und dem Verity. Wir stehen hier immer noch unter der Kathedrale, genau da, wo wir natürlich aufgehört haben, in diesem schäbigen, dunklen, nassen, feucht, stinkenden, komischen Raum. Na? Ja, genau hier sind wir jetzt und ja, ich würde mal sagen, wir machen direkt weiter, oder? Ich bin ganz gespannt, was wir jetzt hier finden. Aha. Ja, wir haben ja eine Laborschlüsselkarte gefunden, ne? Die haben wir ja eben benutzt. Deswegen sind wir ja hier. Nach Labor sieht das hier noch nicht aus, aber diese Lämpchen, die sehen zumindest moderner aus als der ganze Rest, der hier rumsteht. Und auch diese Lüftung hier und sowas. Gott, Leon, was soll das denn heißen? Ey, du kriegst nochmal Schläge dafür, ey. Schon mal mit Absicht gemacht. Ja, ja. Guck mal ganz kurz hier oben. Bestimmt der nennt mich voll an das Downpour-Gefängnis. Ja, mich eher an den Untergrund. Ach, guck mal hier, die neuen Kisten. Aktenschränke müssen wir jetzt umkloppen. Auf jeden Fall, wie gesagt, man kann sich ja über die Grafik in dem Spiel wirklich streiten, ja, über die Texturenqualität und sowas. Aber unterschiedliche Locations und wie das dann teilweise dann gestaltet ist, das sieht schon echt hübsch aus. Oh, alter Schwede. Okay. Alles klar, ey. Ich guck auch nochmal ran, pass auf, ich guck auch nochmal ran. Ah ja, mir dreht den Rücken zu. Ah, ich kann mir hier umschauen, guck mal hier. Naja, hab Hallo. Ich auch gemacht. Oh, Alter, wie nah der dran ist, Mann. Wie nah der dran ist, Mann. Okay. Kann ich den messern? Durch den Schlitz hier. Der Schlitz ist zwar eng, ne, aber ein Messer passt schon noch durch. Egal. Ja, der bleibt bestimmt da drin, ne? Also ich gehe fest davon aus. Was haben die denn da drin zu suchen hier? Ach, meinst du, das waren hier, wenn du sagst, das ist ein Gefängnis? Meinst du, das waren ehemalige ehemalige Gefangene und dieser komische Fettklops da hat die alle angesteckt durch sein Gas? Aber warum ist denn unter der Kathedrale ein Geheimgang, der in einen Gefängnisblock führt? Was ist denn hier los? Warum ist denn in Outlast eine Irrenanstalt und unten ein hochmodernes Forschungslabor? Ja, wo man mit Irren halt wunderbar forschen kann. Da. Ja, mit Toten kann man das offensichtlich auch. Aber guck mal hier, das ist jetzt auf jeden Fall ein Screamer, aber der will noch nicht screamen. Das sieht der bleibt auch hundertprozentig in der Zelle. Ich bin mir ganz sicher, wenn wir jetzt hier an die Gittertür gehen, dann kommen wir da einfach durch. Vor allen Dingen, es sieht ja auch so ein bisschen wie der Glöckner von Notre Dame, so ein Buckel auf dem Kopf, so einen fetten, seit 10 Jahren noch nicht ausgedrückten Pickel, weißt du? Ja komm, wenn die Türen jetzt so lange gehalten haben, dann werden die doch jetzt immer noch halten, auch wenn wir da sind. Ja, Quatsch. No good. It's not gonna budge. Ach so, na dann Gegner-Time. Ja, irgendwie hat die Kamera jetzt aufs rote Lämpchen geguckt. Das heißt, wir müssen ja wahrscheinlich über der Tür hier. Ach so, wir müssen hier. Die Zellen haben ja auch so rote Lämpchen und die müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendwie grün machen. Da oben an der Konsole bestimmt. Ach so, alles klar. Na, guck hier. Okay, was könnte das sein? 2. 12. Jetzt müssen wir überlegen. Wir brauchen eine Zahl. Also die 12 machen wir nett auf. Und die. Das ist dann die 32. 12, 21. Oh, was ist denn da jetzt für eine Logik dahinter, ey? Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Das ist doch hier gar nicht gedrückt. Ja, nee. Drück mal nicht einfach durch, sonst machst du die Türen hier auf. Wir können ja überlegen, dann, dass wir gleich die richtige aufbekommen. Ich will aber die Zellen aufmachen. Doch bestimmt einen logischen Hintergrund, na dann. Na, guck mal, das ist sogar ein Wissenschaftler, ey. Da liegt ja bestimmt auch Zeug drin. Oh. Munitionsverschwender. Oh,
bestimmt Notizen zum Lesen, nehme ich mal an. Vielleicht sind das ja Isolierzellen, aber warum sind die dann am Eingang? Weißt du, dass wenn irgendwas schief geht in so einem Labor, dass die dann isoliert werden, aber es macht ja keinen Sinn, das am Eingang zu machen, oder? Na, das sind klassische Zellen halt, ne? Oh, oh, oh. Na gut, dann könnten das dann hier dreistellige Zahlen sein oder sind das auch zweistellige? Das sind alles dreistellige. Ach so. Welche soll ich als nächstes machen? Irgendwas mit einer 2 am Ende. Okay. Keine 22 Ahnung. Wahrscheinlich, ne? Wenn die, wenn wir aus der 21 rausgekommen sind. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Ich kann bloß Taste drücken, drücken. Ach so, lol, ich bin dumm. Ach nee, lol, man kann jede Zahl nur einmal verwenden. Gibt's hier irgendwie einen Plan? Ah, jetzt hast du da was gemacht. Ja, die 21 habe ich jetzt gemacht, aber das sollte eigentlich nichts bringen. Na, da sind wir reingekommen, ja. Der Witz ist, ich kann halt bloß die 0, die 1 und die 2 einmal jeweils verwenden. Das heißt, die... Ach so, dadurch, dass das hier weggeschmiert ist, die ganze Scheiße, reicht da die 2 oder was? Nee, das kann ja nicht sein. 002? Nee, 0, ich kann halt die 0 nur einmal verwenden. Oh mein Gott, was für ein schwieriges Rätsel. Unmöglich, lass uns einen Tipp in Anspruch nehmen. Aber das ist doch, das hat doch bestimmt einen Grund, warum die Scheiße hier weggewischt ist, oder? 02? Vielleicht doch 000? Nee, das kann ja nicht sein. Doch 022 müsste es eigentlich sein. Guck mal, da in der Mitte hier ist eine 2. Rechts die Zelle ist eine 2 und links ist eine 0. Aber wie? Links ist auf jeden Fall eine Kiste mit Aktenschränken, wo Zeug drinnen liegt. Mach du mal, du bist da hier. Vielleicht hast du es mehr drauf als ich. Geht denn das? Ach so, ich hab nur die 3 Ziffern. Richtig. Ah, jetzt habe ich es erst gecheckt, okay. Ja, und mehr Möglichkeiten als. Na, du kannst 102 theoretisch machen, ne? Vielleicht ist es ja eine 102. Da rechts die das Zimmer. Ja. Ja. Ich dachte, das sind 9 Ziffern oder so. Dann wäre es ja viel schwerer gewesen. Da war der Dicke drin, ne? Ja. Warte mal. Okay. Ich wollte eine Brandbombe reinwerfen, aber jetzt ist zu spät. Er schreit nochmal hinter uns, hinter uns! Lol, der ist down. Lol, die sind jetzt gestorben von dem Schrei oder so, glaube ich. Ja, ja, ich glaube auch. Da ist aber noch irgendwas. Irgendwas kommt dann noch. Oh, aus der Zelle 1, aus der Zelle 1. Von einem Zombie, Mensch. Ja, aber ich höre links noch Gepläge aus dem Schacht. Ja, da ist noch einer. Guck mal, da hängt einer fest an um der Ecke hier. Jetzt kommt er. Ach komm! Danke mal, Robert. Maxi wollte ich jetzt schon sagen, ey. Lass mich ruhig liegen, ist schon in Ordnung. Na, ich mach das mit Absicht. Ja, ein halbes Leben habe ich jetzt schon weg. Oh, der Schatz. Das Magazin war leer, deswegen hat es so lange gedauert. Ja, dann ist der andere 201. Ja, noch ein Zombie. Eine Flasche, naja. Lol, die Flasche vollen Hals, ey. Aber unlogisch, warum das Zelle 201 sein. Das hat halt gar keinen logischen Hintergrund in meinen Augen. Also du willst hier Sprengstoff und sowas machen?
Ja, aber da kommt ja gar nichts hier. Das waren zwei. Feuerradar steht doch dahinter. Diese Moves immer so geil. Tja, den Grund dieser Zellen kennen wir immer noch nicht, aber ist auch egal. Ja, dann brauchen wir jetzt was? Die 201 oder 210? 210, 201 hatten wir schon. Das war die Zelle gerade links. Ach scheiße, jetzt hab ich's ja schon wieder falsch gemacht. Bei 1-0 sagst du. Witzigerweise funktioniert das jetzt mit dem Gamepad trotzdem mit dem Analogstick bei mir, ne? Beim letzten Mal ging das nicht, also jetzt hat er die Software trotzdem hier akzeptiert oder was, keine Ahnung, ey. In was geht's jetzt? Ach, Gott sei Dank. Ja, in der Tat, ey. Gut. Ich hatte ein bisschen Bedenken. Ist wieder so ein Assi, guck mal, so ein... der Boss vom letzten Mal. Der da auf dem Boden liegt. Oh, Vorsicht. Ah, der ist tot, oder? Das ist aber noch eine kleine Version, oder? Guck mal, ey. Der andere war doch locker doppelt so fett. Auf jeden Fall mehr Zellen, ne? Aber man kann nicht durchlaufen durch den, das heißt immer nichts Gutes. 102 dann machen wir sie alle auf. Ja, warte mal, warte mal. Lass mal hier. Was machst du da? Ist der tot? Ja. Achso, der war schon immer tot, meinst du? Du bist bloß drüber gestolpert. Just have to punch in the numbers. Oh, das schafft ja ein Grundschüler, sagt er, der Leon. Aufpassen, der steht 100 Pro nochmal auf. Ey. Nee, das hoffe ich nicht, ey. Das wäre ganz schön assi, ey. Warum sind denn bei der linken Tür zwei Schilder? Was soll das denn? Ach guck mal, hier ist ein grünes Crowd. So, was haben wir noch? Irgendwas mit einer Null am Ende. Irgendwas mit einer 2 am Anfang. Schön, dass ich da geschossen bin. LOL, was ist mit dem? Überaktiv oder was? Oh, das ist ein Typi hier. Ein Crisis-Typ. Oh, geil, wie ich da ausgerichtet bin, Mann. Völlig ungeplant. Ah, jetzt aufs Herz schießen. So, was haben wir jetzt noch? Die komischen. Also einmal haben wir gar keinen Hinweis, müssen wir ausprobieren. Ja, was für Zahlen haben wir jetzt schon verwendet bis jetzt? 120 und 102. Ja, kannst ja bloß noch eigentlich ja, 21 wäre noch möglich gewesen. Guck mal, der hat hier gleich Feuerlöscher in der Hand.
Tja, den braucht er auch. Na, der hat die Bedienungsanleitung leider nicht gelesen. So ein LOL. Nice, Alter. Bäm, oh, solche Sachen mag ich ja, ey. Ach, deswegen zwei Schilder. Guck mal, hier ist noch eine Tür. Ja. Ja, dann brauchen wir hier noch die 210, ne? Oder 201. Welche hatten wir schon? 201 mache ich jetzt einfach mal. Ich glaube, 201 wird es sein. Ups, na, wenn man falsch drückt, dann ist es gar nichts von beiden. Meinst du, das ist der Secret-Raum? Ich glaube, da bei dem roten rechts wird es weitergehen, oder? Hier. Jo, ah. Da ging es weiter. Gut. Ja, hier ist ein Ruheraum auf jeden Fall. Ach scheiße, eine Kiste. Hast du die Zeit gestoppt? Jo, hab ich. Sehr nett. Kräuterle. Oh, ich kann es mit aufnehmen. Hier ist wieder eine Herzteilkiste. Was, Kräuter? Geh mal weg da. Du stehst voll im Weg, du fettes... Wo denn? Hab ich das schon aufgenommen? Steht bei mir hier auf dem Schrank. Dann hab ich's schon genommen. Boah, 5000, Alter. Und ein Spray! Mann, das kann ich auch nicht aufnehmen. Oh, dieses Inventar, ey. Du hast es ja drauf, ey. Ich werde es aber noch nicht kombinieren. Die Dreier, das Dreier. Ah, habe ich jetzt gemacht. Du kannst ja drei grüne kombinieren, bekommst du trotzdem 6 Tabletten raus, weißt du, wenn du kein rotes hast. So, was fehlt jetzt noch? Eigentlich müsste es jetzt ja 210 noch übrig sein. Jetzt steht die Dicke auf, ich sag's dir. Wie kommst du noch, dass es eine Frau ist? Ah, ist alles weiblich bei mir. Hm, okay. Was haben wir noch? Ach so. Ich hab da einen Sprengsatz hingelegt, wenn die aufsteht, jage ich den hoch, ne? It's open, let's go! Ah! Ach ne. Ja. Nimm den wieder mit. Oh. Geht nicht, ne? Nee. Einmal gepoppt. Aber jetzt cool wie im Actionfilm. Ich laufe jetzt nach vorn, guck nach hinten. Nee, ja. Die coolen, die schauen dann nicht hin bei einer Explosion. Na, ich stand noch zu nah dran, die Druckwelle hat mich noch mitgenommen. So, Biohazard. Da gehen wir wieder nach Hause, oder? Biohazard, nee. Wo bin ich denn hier? Ich bin doch nicht hier bei Bio. Achso doch. Ach, na gut dann. Oh, hier Tür eintreten, Action. Komm her, wir müssen jetzt zusammen die Tür eintreten. A dining room. Ein bequemer Stuhl. Wer kauft sich denn sowas? Lapdance willst du hier machen für mich, hab ich gehört. Oh. Ich wollte gerade was trinken, aber... Warte mal kurz, ich muss kurz was trinken, ey. Meinst du, wir finden Überlebenden? Die Video, ich hab irgendwas gehört. Entweder war es eine Katze, die gejault. Da schon wieder. Irgendwas ist hier drüben. Vielleicht die Musik lässt auf jeden Fall darauf schließen, dass es jetzt ein Hostile gibt, den wir beschützen müssen. Okay. Aber wer? Mach oh, auf, ja. Oh, ich wette, du kennst die Person. Ich wette, du kennst die. Du hast mir immer noch nicht erzählt, was es hier gibt, außer das, was ich jetzt. Ja, komm doch mal mit, wir sind auf dem Weg dorthin. Ist das jetzt hier du musst es sehen, ich kann es nicht beschreiben. Ist das jetzt wieder dieselbe glitschige Flüssigkeit wie aus Resident Evil 5 oder? Die Musik schwillt auf jeden Fall an. Das lässt darauf schließen, irgendwas Storymäßiges, was Fettes passiert ist. Oh oh. Alter, was ist denn hier los? Ey, was ist das für ein Büro, ey? Oh, ich glaube, der ist nicht mehr okay. Oh doch, die ist noch okay. Guck mal. Oder? Oh nee, guck mal hier, voll verseucht, ey. Ach du Scheiße. Was ist denn hier für ein schäbiges Labor?
meinst du, das ist so ein Labor, um den... Ich denke halt gerade an die Resident Evil Filme. Mila Jovovich hier mit den Fähigkeiten und so weiter. Das ist irgendwie so, dass die versuchen, einen Menschen zu machen mit stärkeren Fähigkeiten. Das ist ja generell immer das Bestreben gewesen von Umbrella und Co. Ja. Ja, gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Geht's denn jetzt weiter? Da hinten ist eine Tür, ne? Come on, where are you? Dass da Leon nicht mal nachfragt. Von wem redest du, Helena? Was sag ich dir nicht? Aber die Musik ist gerade sehr schön. Na, wenn dann hier Hard Mode rein. Was ist denn das hier? Was ist denn hier los, ey? Oh, guck mal, hier Klebeband können wir bestimmt mal gebrauchen. Ich nehm's mal mit. Klebeband aufgenommen. Ich glaube, da kommen jetzt keine Gegner mehr. Sagte er und wurde getötet. Hinter uns. Okay. Ich spucke. Habe ich mich ja wieder angestellt. Ja, auf jeden Fall. Du müsstest jetzt mal ein bisschen vorlaufen, ich habe nur noch ein Viereckchen. She's not here either. Dass der dich mal nachfragt, ey. Ach, war es jetzt schon? Ah ja, red einfach nicht mit mir. Ja, wahrscheinlich sind wir langsamer unterwegs als geplant. Ich dachte, hinten wäre ein Dokument. Deborah, if you're here, give me a sign. Deborah. Deborah. Aha. Muss man die kennen? Nee, ne? Ich kenne die nicht. Oh, nee. Oh, nee, das Freunde. Haben wir dich beim Scheißen gestört oder was? Oh, da fällt mir ein, ich muss dir nachher ein Spiel zeigen. Ich muss dir nachher ein Spiel zeigen, das gibt's jetzt in der Alpha oder so. Ich weiß gar nicht genau, kann man auf jeden Fall kostenlos runterladen. Habe ich gestern ein Video dazu geschaut. Ist ultra lustig, das müssen wir unbedingt ausprobieren zusammen nachher. Lass dich wegschmeißen, ich sag's dir. Na, und die Zuschauer fragen sich jetzt, von was redet denn der? Ich will das auch wissen. Ja, ich nehme das ja dann auf, ne? So 20-30 Minuten Video mache ich da draus. Da sind wir zu zweit zu sehen auf dem Bildschirm, also du musst das theoretisch nicht mit aufnehmen, falls du das nicht willst. Aber ich will das auf jeden Fall nachher mal kurz anspielen. Rotes Kraut. Nice. Endlich. Ich gucke auch immer schon die ganze Zeit nach so einem blöden Medaillon, aber irgendwie... alles so verwinkelt, aber irgendwie sieht man nie eins. Ja, die sind auch im späteren Spielverlauf, vielleicht sind die irgendwie an der Decke, weißt du? Kleben hier an der Decke. Aber ja, wie lange wir da brauchen, wenn wir das. Weißt du, was mir übrigens auffällt? Muss ich ja mal sagen hier. Also ist ja jetzt keine besondere Leistung, aber es ist auch wie sagt man denn? Dass halt jedes Mal wie im Spiegel zu sehen sind, wollte ich bloß sagen. Ach, guck mal, ich habe das Emblem gefunden. Hast aber nicht sorgfältig geschaut hier, mein Freund. Wo war's denn? Na, komm mal zu mir.
Oh, nee, da habe ich. Oh, es liegt sogar ein Schatten auf dem Boden. Lol. Ich habe das Wasser runter, ausgelassen, aus dem Wasser, aus dem Becken gelassen und dann war hier so, ne? Okay. Na, lol, nee, das habe ich natürlich nicht gemacht. Lol. Muss ich jetzt ernsthaft drauf schießen oder was, weil der Leon hier mit dem Messer nicht will? Ein schöner Porzellan abgeprallt und mir voll ins Gesicht. Dann bin ich nicht mehr Leon S. Kennedy, sondern Leon S. Knight. Na? Was für eine Anspielung ist das? I'm getting kind of tired of you stringing me along. Are you gonna fill me in here or what? Whoa. I will. It's just we're running out of time. Please, bear with me a little longer. Ich hab immer Panik, Alter. Viecher von hinten und so. Oh, schon drei Dritte, ey. Vier Dritte! Wenn es hier am Boden liegt, willst du mich verarschen, ey. Ja, du machst das schon, ne? Geht schon. Mister, hier, ich will nicht mitkämpfen und dann hier jetzt Munition verschwenden und dann später rum. Ja, ich habe ja nur noch zwei Schuss für dich, Rohrflinte. Hä? Doch gerade mitgekämpft, wie kommst du denn da drauf? Ja, geschossen hast du. Na und? Sag nur einmal blöder Hund, ey. Na und, habe ich gesagt. Ja. Kennst du das nicht? Kommt eigentlich aus dem Spruch der Osten. Der kommt eigentlich aus dem Spruch der Osten. aus dem Osten der Spruch. Wenn man da uns sagt, dann hat er es gegenüber gesagt, ey, sag nicht blöder Hund zu mir. Oh je. Warum ist denn das so abgefuckt eklig hier unten und dann so ein Labor? Ja, das weißt du auch, warum es fehlgeschlagen ist, ne? Irgendwas sitzt da. Genau sagen was. Das sieht irgendwie eingeschleimt oder als wäre das irgendwie ein Baumharz eingehüllt oder was weiß ich. What? Ja, der Typ da, der da so orange überzogen ist. Ah, der wird bestimmt nicht aufstehen. Ja, aber bevor wir hier reingehen, ne? Achso, da geht's weiter. Ja. Aber dann geht die hier bestimmt nicht auf, oder? Ja. Alles klar, ich lass dich mal vorlaufen, ne? Achso, ich lauf automatisch mit. Wir haben ja gar kein Gesicht. What the hell is all this? None of these were here 3 days ago. Aha. Ah ja, du warst schon mal hier unten. Vielleicht bin ich ja ein Aussteiger von den Bösen. Von den Bösen. Happy Birthday, Ada Wong. Okay. Ah, ja. Oh ja. Machst du dann Lapdance? Boah, geil, jetzt sehen wir gleich Ada Wong. Oder auch nicht. C-Virus, oh Gott, und wir haben so ein Ding im Raum. Ach was. Da nimmt Happy Birthday ja eine ganz andere Bedeutung an. What the fuck? Is this what you wanted to show me? No. I thought... Ist jetzt alles Adas oder was? So that woman or whatever. You know her? Kind of. Yeah. In jedem Spiel muss Leon sich rechtfertigen, weil er einen neuen Partner hat über Ada Wong, ey.
Ach ja. Aber klonen die hier Menschen oder was? Oder haben die jetzt eine verbesserte Ada? What the fuck, ey? Alter, das hat mir jetzt schon so ein bisschen hier den Boden unter den Füßen weggezogen, ey, als da Ada rauskam mit Hupen und so. Mit neuen, frisch gemachten Hupen. Ah, das war mir klar, dass dir das auffällt. Aber so große Dinger hat die eigentlich gar nicht, ey. Das war voll unrealistisch. Da haben sie ja wahrscheinlich haben sie getötet, nur um sie dann mit größeren Brüsten neu zu erschaffen. Meinst du, das ist der Masterplan? Die konnten halt nicht genug kriegen, ne? Stell dir mal vor, wir wären jetzt nicht in den Raum reingegangen. Wir hätten das gar nicht mitbekommen, ey. So ein Quatsch, ey. Das ist ja äußerst komisch, ey. Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ey. Was geht denn ab, ey? Gegner. Ah, jetzt gehen wir nochmal in den Raum rein und ta-ta-ta-ta-ta! Gegner-Alarm! Nehmen wir meine Schrotflinte raus. Wie viel Leben hast denn du? Noch genug. Ach, danke. Das ist eine schöne Aussage. Ja, voll. So danke. Gut wie. Alter. Ich hab ein Leben und ich frag dich gerade, brauchst du Heilung und wenn ja, wie viel bitte? Na, wäre ich jetzt am Bibbern und wäre ich halb tot, hätte ich dir das schon gesagt. Oh, dann heile ich mich jetzt alleine, wenn du voll bist. Ja, ich bin voll, so gut wie. Ja, hier passiert aber nichts. War wieder ganz zurück, oder was? Nein, ah, hier ist auch zu. Sollen wir das vielleicht zerstören? Ach Quatsch. Ach so, 201. Müssen wir zurück und die 201 nochmal eingeben? Kann es daran liegen? Wo da ist der rote. Achso, die kommen ja nicht zurück. Ah, du hast was gefunden. Hä, wo konnte man das denn jetzt eingeben? Ich hab das auch gerade erst gesehen. Ach da, lol. Fällt kaum auf, ne? Sieht schon ein bisschen psychomäßig aus. Ey. Guck dich mal an. Boah, hier stehen überall so Dinger, ey. Was ist los? Da drüben ist irgendwie eine Karte zu erkennen. Hinter dem Gitter. Oh, da unten bewegt sich was. Sieht das nicht mehr so abgefuckt aus, ne? Also die Wände schon noch, aber die Technologie, die hier steht, die ist, glaube ich, hochmodern. Ja, aber wie haben die das denn so schnell hierher geschleppt, wenn das vor ein paar Tagen noch nicht hier war? Es war noch nicht alles hier. Die Einrichtung gab schon so. Ich glaube, diese Behälter und darauf und sowas, darauf hat das angesprochen. Haben die denn hier so einen Hundezwinger im Boden? Was soll denn das? Das ist schon bald rausfinden. Das Ding fährt nämlich hoch und dann ist es nicht mehr unten. Meinst du, das Viech kann man jetzt schon töten? Wäre ich ja fast dafür, ey. Lieber verschwende ich Munition als Leben, ey. Alter, hier ist ein riesiger Kokon. Da löst sich nicht mal auf, doch. Vielleicht hätten die sich auch gegenseitig bekämpft, wenn da irgendwas passiert. Ach, Quatsch. Das glaubst du doch nicht im Ernst. Ja, wir müssen sowieso hier runter, ne? Können auch hier lang. Wie hier lang? Ach, da lang.
Aber da geht's weiter, ne? Hier unten könnten Secrets sein. Ja, hier scheint so weiter zu gehen. Ach du Scheiße, ey. Oh, hier ist auf jeden Fall rechts ein Schacht, ne? Da kommt gleich Viecher hinter uns. Alter Leon, was machst du hier? Wir werden hier sterben. Siehst du das nicht? Das ist ein Gang. Den nennt man auch Sterbegang. Oh Gott. Führst uns in den Tod, ich sag's dir. Machen, oder? Behälter irgendwas Besonderes ist oder so? Irgendjemand drin? Ich drück mal hier einen Schalter. Hier konnte man einen Schalter umlegen. Drück mal hier einen Schalter. Ich glaube, jetzt können wir zurück und wieder irgendwo anders neu abbiegen. Whoa. Alter Schwede, habe ich mich jetzt aber erschreckt hier. Lass es zurück liegen. Ja, wir haben Minute 38. What the hell did I just see, Ada? Wollen wir den Raum nochmal angehen? Nee. You know her? Kind of. Nur damit du mich wieder verrecken lässt? Nee, machen wir heute nicht mehr. Oh, das ist eigentlich schon ganz angenehm. Ja, das dachte ich mir schon. Das heißt, wir machen hier Schluss. Ja, würde ich sagen. Aber ich will auch wissen, wie es weitergeht. Ja. Wie kriege ich denn raus, wie es weitergeht, Verity? Was muss man denn dann machen? Das muss ich mir den ganzen Tag anhören, Leute. Solche Fragen in einer Tour. Damit ich immer ganz aktuell bin, wenn ich auf YouTube klicke. Was muss ich machen, damit ich immer aktuell gehalten werde, um dieses Let's Play zu sehen? Ich muss... Facebook wäre ganz gute Sache. Da wird immer die neue Folge gepostet. An Facebook. Leute, ihr müsst uns abonnieren und ihr lasst uns jetzt einen Kommentar da, wenn es euch gefallen hat und ein Like wäre auch noch super, ne? Um mal hier jetzt um alles zu betteln, ne? Und das war's dann eigentlich auch schon von mir, ne? Und ich sag schon mal Tschüss und guck mich noch ein bisschen an, während du hier dich selbst verabschiedest. Ach nein, jetzt habe ich mich bewegt. Ich verabschiede mich selbst. Geil. Na. Ah, gut, dann verabschiede ich mich selbst, ne? Und im nächsten Part, in der nächsten Folge wieder mehr sterben dank Helena. Und dann bin ich jetzt auch weg. Ciao.